die Menschen in der Viruskrise, verängstigt, bedroht. Eine Vision gezeichnet von Jared Morald in der apokalyptischen Bildgeschichte mit dem Titel The Fall. Meine Figuren erleben eigentlich den Anfang vom Ende der Zivilisation, so wie wir sie kennen. Und zwar ausgelöst durch ein Virus, durch eine Pandemie, die die Staaten nicht handeln können. Bereits 2018 veröffentlicht Morald den ersten Band. Seine Geschichte beginnt in Bern. Das Inselspital überrollt von Patienten, von Infizierten. Das Gesundheitssystem gerät außer Kontrolle. In den Straßen herrschen kriegsähnliche Zustände, Gangs und Militär in Gefechtsmodus. Mittendrin eine Familie, die sich durchschlägt. Seit 4 Jahren beschäftigt sich Morald nun mit der Pandemie und deren Folgen. Ich habe ein postapokalyptisches Comic machen, weil für mich ist nicht einfach gegeben, dass es uns so gut geht, dass wir so im Wohlstand leben. Und zum Aufzeigen, ja, was passiert, wenn jetzt der Deckmantel vor Zivilisation wegfällt. Eine Zivilisation außerhalb des Gewohnten. Morals Geschichte ist mit der Corona-Pandemie ansatzweise Realität geworden. Die Figuren in meinem Comic, die ziehen sich zurück. Daheim, die bleiben daheim, die gehen nicht raus, außer das ist absolut notwendig. Und das ist ja in Realität, mir geht es genau gleich. Ich gehe auch nicht raus, bleibe daheim. Und ich denke, man muss sich irgendwie versuchen, bei Laune zu behalten, zu beschäftigen. Dass eine Pandemie um sich greift, realisierte Jared Morald, als die chinesische Stadt Wuhan abgeriegelt wurde. Da habe er Angst bekommen. Unterdessen blicke er aber optimistisch auf unsere Realität. Wir können es leisten, gut zu sein zueinander, weil jeder hat genug zu essen. Ich denke, es fällt wirklich, das ändert so, wenn man nicht mehr zu essen hat. Und wenn jeder für sich muss schauen. Und dort hat es auch nicht so viel Platz für das Gute im Menschen, wenn es ums eigene Leben geht. Überlebenskämpfe in Zeiten der Pandemie. Eine düstere Vision, von der man auf Berner Straßen vorläufig nichts sieht.